willkommen zu einer neuen Wochendekoration. Und ja, ich hatte ja letzte Woche Geburtstag und eigentlich ist mein Geburtstag relativ unspektakulär gewesen eigentlich. Ich musste ja arbeiten, also war dann nicht viel mit Feiern und so. Ich habe nächste Woche Urlaub und da gucken wir mal, ob wir nicht auch irgendetwas unternehmen, vielleicht essen gehen und mal gucken. Also ich lasse mich jetzt mal überraschen. Ich war ja am Samstag, das habe ich mir gegönnt, alleine im Kino. Ich muss dazu sagen, ich war bisher noch nie allein im Kino gewesen. Aber es ließ sich nicht vermeiden, denn niemand hatte Lust und die Zeit mit mir in der Nussknacker zu gehen. Also im Kino läuft ja momentan noch der Film Der Nussknacker und die vier Reiche. Und niemand wollte mit mir hingehen. Der Film läuft schon seit ein paar Wochen. Und ich kam dann an und der Kartenverkäufer hat mich natürlich schon komisch angeguckt, dass ich zu der Vorstellung unbedingt gehen möchte. Und ja, er hat mich freundlicherweise zwischen ganz, ganz vielen Kindern gesetzt. Und ich saß dann wirklich eingequetscht zwischen den Kindern und ja, die waren alle unter, ich würde mal jetzt sagen, von 7 bis 12 Jahren war alles mit dabei. Das war wirklich sehr amüsant. Ich muss sagen, ich mag den Nussknacker, ich finde es toll und ich habe ja mir damals auch die DVD von Barbie gekauft. Ich liebe einfach das Stück, ich mag die Musik und im Film war es richtig schön, dass die Musik gespielt wurde, die Originalmusik, dann noch zusätzlich Szenen aus dem Ballett gezeigt wurden, also wirkliches Balletttanz, also den Balletttanz gezeigt wurde und das fand ich richtig, richtig schön. Es gab so einige Szenen, wo mir die Kinder, nachdem sie keine Geduld mehr hatten, einfach nur die schönen Szenen versaut haben, indem sie total laut waren. Ich konnte mich nicht auf den Film konzentrieren. Das war allerdings das Einzige, was mich gestört hat. Ich habe es mit Fassung genommen und ich wusste, dass ich den Film unbedingt sehen wollte und ich habe es durchgezogen. Naja, es war ganz schön, es war ganz lustig und ich bereue es nicht, dorthin gegangen zu sein. Auf jeden Fall sollte die Wochendekoration jetzt um diesen Film gehen. Im Film waren einige Überraschungen drin. Die Handlung wurde ein Stück weit verändert. Die Figuren, von denen man dachte, die sind von den Guten, wurden dann zu den Bösen. Fand ich ganz lustig, fand ich ganz interessant, die Handlung. Aber in meiner Wochendekoration soll es natürlich auch so bleiben, wie es im Originalen so ist. Wenn ich an Nussknacker denke ich natürlich auch gleichzeitig an Weihnachten, an schöne Wintertage und so weiter und so fort. Und das wollte ich in dieser Wochendekoration einfach nochmal so ein bisschen rüberbringen. Dieses eine Tape mit dem Weihnachtsmarkt, ich habe schon so, so lange gehofft, dass ich das irgendwann mal benutzen konnte, mal irgendwann einbringen konnte. Es war nie die richtige Zeit, ich habe es irgendwie vergessen, ich habe es liegen lassen. Und ja, und diesmal war ich sehr, sehr froh, dass ich das einbringen konnte. Im Titel habt ihr schon gesehen, es handelt sich um die Zuckerfee. Die Zuckerfee ist natürlich die Hauptperson, die wichtigste Person eigentlich in der Handlung, neben Clara und dem Nussknacker. Aber ich wollte die Wochendekoration ihr so ein bisschen widmen, weil ich die ganz schön finde, die Zuckerfee, und sollte quietschig, bunt, pink, pastellig, weiß werden, also wirklich mit Zucker übersät. Und das Weihnachtsbild sollte einfach nur darstellen, dass es wirklich die Zeit dafür ist, passend zu dem Nussknacker. Ich habe nächstes Jahr vor, auch in das Ballett zu gehen, in Nussknacker, weil ich das schon sehr, also mir sehr, sehr gewünscht habe, wünsche. Und ich hoffe, es klappt nächstes Jahr. Ich muss nur die Tickets frühzeitig buchen. Ja, mal gucken, wie es funktionieren wird. Ich weiß es noch nicht, aber ich bin gespannt. Ja, was ich zurzeit noch gucke, ist das koreanische Drama My Love from the Stars.
My Love from the Stars ist schon etwas älter. Es ist, glaube ich, so um die 3 Jahre alt oder so. Auf jeden Fall spielt es um die Weihnachtszeit und damals habe ich es auch während der Weihnachtszeit geguckt. Also ich verbinde dann dieses eine Gefühl, dann man ist im Warmen, während es draußen kalt ist und bei Lichter und so weiter und so fort. Auf jeden Fall fand ich, dass es ist eins meiner Lieblingsdramen, also eins meiner Lieblingsserien. Und ich mag, muss sagen, es ist bis heute so geblieben. Es handelt sich, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, ich kann mich nicht erinnern. Auf jeden Fall dachte ich erzähle es euch einfach nochmal, weil es so toll ist. Es geht um eine koreanische Schauspielerin, die sehr, sehr bekannt ist, sehr beliebt ist. Natürlich gibt sie sich alle Mühe, damit sie nicht von Hassfans umgeben ist. Sie tut wirklich alles für ihre Fans. Obwohl sie ein bisschen dumm erscheint in manchen Szenen, einfach mal so richtig blöd, muss man sie einfach gern haben. Also wenn ihr sie seht, man muss sie einfach gern haben. Sie ist mega witzig. Und ja, sie hat es natürlich nicht leicht als Star, muss mit den ganzen Kommentaren kämpfen, die auf sie hinüberprasseln. Und sie ist Studentin, kommt aber nicht sehr oft in die Schule. Und ihr Professor gibt ihr natürlich gleich beim ersten Test eine 6. Und ja, der Professor stellt sich raus, dass er nebenan wohnt. Und zwar, sie ist umgezogen in ein Apartment, in ein, ich glaube, das ist ein Hotel. Ich vermute mal, es ist ein Hotel, eine Suite. Und dort wohnt sie jetzt. Und ihr einziger Nachbar ist quasi ihr Professor. Ja, die zweite Hauptperson ist natürlich der Professor Domin Jun. Es ist eine sehr, sehr besondere Persönlichkeit. Er ist eigentlich ein Alien in Menschengestalt, der vor 400 Jahren auf die Erde kam, um sie zu studieren mit einigen anderen von seiner Sorte. Und durch einen Unfall, durch eine Entscheidung seinerseits, ist er auf der Erde stecken geblieben. Das heißt, er konnte nicht zu seinem Planeten. Und so ist es passiert, dass er 400 Jahre auf der Erde gelebt hat und erst jetzt die Möglichkeit hat, nach 3 Monaten dann endlich nach Hause zurückzukehren. Und ja. Er hat so viele Zeiten durcherlebt, so viele Sachen gesehen. Und dann kommt diese eine Schauspielerin und bringt sein Leben komplett aus den Fugen. Also in dem Drama geht es auch um einen Mordfall, eine Mordserie. Und gemeinsam versuchen sie herauszufinden, um wen es sich dabei handelt, wer der Täter ist. Denn die Schauspielerin, Jong Sung-hee, wird bedroht. Sie muss mit um ihr Leben fürchten. Und Domin-jun versucht quasi, sie, soweit es geht, zu beschützen. Er hat natürlich auch so ein bisschen Superpower, ja, so ein bisschen Superman, könnte man sagen. Und ich liebe diese Serie. Ich finde, es ist so viel drin. Es ist Humor drin. Es ist eine Liebesgeschichte drin. Es ist Mord, Totschlag und so weiter. Es ist viel Spannung mit drin. Und ich muss sagen, ich finde es richtig, richtig cool gemacht. Und man muss die Charaktere einfach lieb haben. Man muss sie lieb haben. Es geht nicht anders. Ja, und wie sich herausstellt, ist Jong Sung-hee auch eine Wiedergeburt von einer Person, die er vor 400 Jahren sogar getroffen hat. Und natürlich verbindet er noch so ein bisschen solche Gefühle mit der jetzigen Person, die in der Gegenwart wohnt. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Vielleicht wollt ihr mal reinschauen mit englischen Untertiteln. Ich weiß nicht, wie ihr in Englisch fit seid. Auf jeden Fall lohnt es sich, diese Serie zu gucken. Sie hat insgesamt 20 Folgen, je 1 Stunde. Und ja, und ihr seht hier mich noch ein bisschen rumkleben. Ich habe soweit alles vollgeklatscht, wie es natürlich so, wie ich es handhabe. Und jetzt mache ich die Löcher frei. Diesmal habe ich es versucht, mit meinem Locher zu machen.
Die eine Seite ging ganz gut, die noch nicht so vollgeklatscht war. Die andere ging leider gar nicht. Das heißt, ich musste das per Hand die Löcher freimachen. Ja, es war ein bisschen schwierig, aber es ging. Es ging. Also ich nehme mir vor, den Locher ein bisschen öfters zu benutzen. Ich hoffe, die Wochendekoration hat euch gefallen. Mir gefällt sie sehr, sehr gut. Ich muss sagen, es ist echt so geworden, wie ich es mir gewünscht hätte und gewünscht habe. Und was soll ich dazu sagen? Mir gefällt sie. Die Wochendeko vereint natürlich alles, was ich liebe an einer schönen Deko. Es ist viel Pastell dabei, viel Rosa, viel Kitsch. Und genau das ist, was ich brauche. Ich verbinde damit natürlich dann auch meine Erinnerungen und das finde ich immer ganz schön. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es immer schön. Ja, ich wünsche euch natürlich jetzt eine schöne Zeit. Genießt sie. Wird hoffentlich bald schneien. Huhuhu. Und ja, ich hoffe, ihr habt eine gute Woche, einen guten Start und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.